Jascha ist heute einer meiner besten Freunde. Jascha würde alles liegen und stehen lassen für mich. Gutmütiger und liebevoller Mensch. Also er macht sein Zuhause zu unserem Zuhause. Er ist immer super hilfsbereit. Der bringt eine Mörderdisziplin mit. Ein bedingungsloser Freund, er ist ein bedingungsloser Geschäftspartner für viele Menschen. Er ist ein bedingungsloser Mentor. Jascha ist für mich Familie, aber gleichzeitig auch mein bester Freund. Das ist mein Leben jetzt, aber das war natürlich nicht immer so. Und um das einfach ein bisschen besser zu verstehen, spule ich einfach mal ein bisschen zurück. Ja, so habe ich angefangen, neben der Vollzeitstelle, neben dem Studium, meine eigene Agentur zu gründen. Und dann habe ich erstmal lernen dürfen, wie stressig das ist, das alles parallel zu machen. Das heißt, ich saß in der Uni und habe für die Arbeit vorgearbeitet. Auf der Arbeit habe ich für mein Business gearbeitet. Es war ein komplettes Durcheinander. Und ja, das führte dazu, dass ich all meine freie Zeit in mein Business gesteckt habe, die Wochenenden, mir Urlaub auf der Arbeit genommen habe. Und so konnte ich dann auch ja, 2, 3, 4 Kunden gewinnen für mich, sodass ich auch monatlich gleich viel verdient hatte wie in meiner Vollzeittätigkeit. Das war für mich ja, so der Game-Changer-Moment, wo alles gestartet hat damals in meiner Selbstständigkeit. Dann war ich so mutig damals und habe gesagt, hey, ich cutte meinen Job, ich cutte die Universität und habe mich nur noch auf meine Vollzeit-Selbstständigkeit konzentriert und habe aber dann sehr, sehr schnell gemerkt, hey, wenn ich irgendwie mehr möchte, wenn ich mich weiterentwickeln will, dann brauche ich irgendwie mehr Geld, um Mitarbeiter vielleicht einzustellen, was ich nicht hatte. Also musste ich die Kunden, die ich habe, die Preise erhöhen und dann habe ich von einem auf den anderen Tag all meine Kunden verloren. Dann wusste ich erstmal überhaupt nicht, was ich machen soll und hatte wirklich auch mal Panik. Und das führte dazu, dass ich alles reingesteckt habe, weil jetzt hatte ich ja Zeit. Jetzt hatte ich keine Ausreden mehr, dass ich sagen kann, hey, jetzt kann es nicht funktionieren. Jascha ist in der Lage, in diesen Dog-Mode zu switchen. Er ist wirklich in der Lage, sich ein Ziel vor Augen zu setzen und dieses Ziel relentless zu verfolgen. Und mit relentless meine ich wirklich die Bereitschaft, Sachen aufzuopfern, die Bereitschaft, Tage durchzumachen. Der bringt eine Mörderdisziplin mit. Ich denke, da können sich viele 2, 3 Scheiben abschneiden. Und hatte dann mehrere Kunden in meiner Agentur und es lief sehr, sehr gut und konnte auch viel reisen, hatte gewisse Freiheiten in meinem Leben und eigentlich lief alles super, bis zu dem Zeitpunkt hin, wo ich einen Anruf von meinem Bruder bekommen habe und er mir gesagt hat, hey, unser Papa ist gestorben. Und das führte dazu, dass ich sehr, sehr viele Dinge hinterfragt habe nochmal in meinem Leben. Die Menschen, die er liebt, um sich herum zu haben, mit ihnen Zeit zu verbringen und ein guter Freund zu sein. Und das schafft Jascha deshalb so gut, weil ihm das so wichtig ist, weil das eine Riesenpriorität hat für ihn. Damals so das ganz liebevolle Ich und auf der anderen Seite dann diese Business-Facette. Und das kombiniert macht Jascha definitiv heutzutage aus. Unglaubliche Entwicklung hat er in den letzten Jahren genommen. Sehr reifer Mann, sehr, sehr reifer Unternehmer und führt mit Herz. Ich möchte jetzt andere Leute beraten, von den ganzen Learnings und Fehlern und auch Erfolgen, die ich in der Agentur hatte. Auch Foto- und Videografen waren dabei. Und mit denen war das irgendwie anders, weil dort habe ich das Gefühl gehabt, die brennen für das, was sie tun. Die lieben wirklich das, was sie machen. Und das führte einfach dazu, dass ich gemerkt habe, das macht mir extrem viel Bock, mit denen zu arbeiten. Und auf der anderen Seite waren die im Durchschnitt nicht so gut im Marketing und Verkaufen. Und dort konnte ich denen helfen. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich gründe OC und fokussiere mich nur noch auf Foto- und Videografen. Und trotzdem war ich irgendwann dann auch an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, hier werden auch wieder Challenges kommen. Hier werden jetzt auch wieder Niederschläge mich erwarten, mit denen ich lernen muss, umzugehen. Und bei mir war das so, dass ich mit steigendem Erfolg irgendwann trotzdem mich mehr einsam gefühlt habe. Dass ich auch das Gefühl hatte, ich muss alles opfern, um mehr Erfolg noch zu haben, um mehr ja, Wachstum in meiner Community zu haben, muss ich eigentlich alles opfern. Heute ist es so, dass ich Erfolg auch komplett anders definiere. Das heißt,
heute ist es für mich so, dass ich ganz andere Werte verfolge, dass ich auch sage, hey, man kann erfolgreich sein und athletischen Lebensstil haben. Man muss nicht alle Dinge opfern immer in seinem Leben. Man kann diese Dinge parallel aufbauen. Ich bin wirklich sehr stolz auf Jascha. Seine Entwicklung zu sehen, macht mich sehr, sehr glücklich. Weil er oft früher halt niemand so richtig an ihn rangelassen hat. Und er wirklich sehr, sehr herzlich geworden ist. Jascha hat immer das Wort unter dabei. Oder wird immer durch untersetzt. Und ich glaube, so ist es Jascha auch, der weder Excuses findet für das eine noch für das andere. Und ich glaube, diese beiden Sachen zu kombinieren, ist genau diese Balance, die Jascha heute braucht, um in beiden Sachen zu thriven. Und ja, mittlerweile bin ich in einem sehr privilegierten Zustand, dass ich ein großartiges Team habe, dass ich ganz tolle Kunden habe, wo es mir extrem viel Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich habe jetzt viel, viel mehr Zeit, einfach unsere Coaching-Programme für unsere Kunden viel, viel besser noch zu machen, was für mich einfach zu unserer Vision dazugehört, zu sagen, wir wollen immer die besten Trainings für unsere Kunden haben, wir wollen für unser Team einen Raum schaffen, wo die sich wirklich frei entwickeln können, so wie sie das auch wollen. Plus, wir wollen auch etwas zurückgeben für benachteiligte Menschen da draußen, die diese Zugänge gar nicht haben. Jascha ist aber nicht nur extrem liebevoll, was mich angeht, sondern Jascha opfert sich auch für andere Menschen auf und gibt Dinge zurück. So hat er ja zum Beispiel dieses Jahr eine Schule in Nepal gebaut. Ich kenne keinen Coach, der so sehr interessiert ist, dass seine Kunden und seine Freunde Erfolg haben. Aber ich glaube, dass viele Leute gar nicht in den Genuss kommen, so den richtigen Jascha kennenzulernen, weil er wirklich ein Riesenherz hat.